Kassensturz am Morgen. Und der Tanger wird am Abend nochmal richtig angezogen und rumgezogen. Dunkel ist, dann kann ich sogar das lesen im Dunkeln. Lindenschrift, genau. Vielen Herr Dank. Mentel. Herr Mentel. Ein überragender Schmuck. Ich wollte eine kaufen. Nee, ja. Ist erledigt. 1, 2, up! Ah! Zum Schluss muss es hochkant hinten dran stehen. So, jetzt wieder drehen. Also hochkant muss es stehen, also nicht front, sondern hochkant. Hochkant wollt ihr stehen haben? Ja, damit man von der Seite das dann nachher so abfällt. Wir wollen jetzt mal versuchen, ein Online-Interview zu machen zwischen Brökel und Berlin. Ihr habt ja jetzt 2/3 eures Weges hinter euch und habt den ersten vollständigen Ruhetag. Denn der erste, das war ja eigentlich nur ein halber, denn ihr habt ja die Weser überquert und das war ja so ein bisschen außerhalb des Plans, zumindest der Zeitablauf. Jetzt begleite ich euch schon 2 Wochen und da sind mir einige Fragen so eingefallen, die ich denke mal nicht nur mich interessieren, sondern auch andere Zuschauer. Können denn bei dem Trek alle Pferdegrößen mitfahren? Wir haben jetzt schon kleine gesehen, große gesehen, aber ganz konkret, kann ein riesen Kaltblut mitfahren, genauso wie ein kleines Mini-Shetty? Haben schon viele Rassen teilgenommen. Ich bin der Meinung, die Pferde sollten folgende Kriterien erfüllen. Sie sollten kolonnenfähig sein, das heißt also innerhalb der Kolonne sich bewegen können. Sie sollten eine Kutsche ziehen können, ungefähr 25 Kilometer am Tag zurücklegen können. Wie sieht es aus mit der Qualifikation der Fahrerinnen und Fahrer? Welche Ausbildung braucht man? Und kann ich nur mit Pferd und Kutsche teilnehmen? Oder auch als Einzelperson? Die Fahrer sollten einen Kutschenführerschein haben, wenn es geht, einen Personenbeförderungsschein. Sie sollten ein Pferd mit Kutsche haben oder auch nur ein Pferd, weil die auch Reiter teilnehmen können. Eine Frage ist auch bestimmt, ich bin kein gläubiger Mensch, kann ich trotzdem an dem Trek teilnehmen, weil mich das Thema anspricht, das Thema Frieden? Bin ich dann als Teilnehmer immer noch oder auch noch willkommen? Teilnehmer sollten gruppenfähig sein, sich an eine Gruppe anpassen können und wir stellen keine Anforderungen an irgendwelche Konfessionen oder Religionen. Unser Verein ist ökumenisch und parteilich unabhängig. Welche Kosten muss ich übernehmen, wenn ich in den nächsten Jahren bei den Orientierungstreks mitfahren möchte? Die Kosten, die zur Teilnahme entstehen, können recht erheblich sein, denn die An- und Abreise von Pferd und Kutsche und Kutscher sollen in Eigenauszug
Zuständigkeit getragen werden. Der Verein stellt Heu, Wasser und etwas Kraftfutter zur Verfügung. An Essengeld hat jeder Teilnehmer 10 Euro am Tag zu bezahlen. Dabei gibt es Frühstück, Mittag Armbrot, Kaffee und Wasser frei. Dankeschön für das Gespräch. Sonntagmorgen, aufstehen, bald geht es weiter. Gestern haben wir Unterstützung bekommen. Marcel unterstützt von Michael mit den Pferden Aaron und Bianca aus Finsterwalde. Am Vormittag Querung der Aller. Die Stellungsgruppe hat das Tagesziel erreicht. Dank zweier junger Burschen haben sie uns sicher um einen Waldbrand herumgeführt, sodass wir nach 15 Kilometer statt 13 Kilometer aber doch den Zielort sicher erreicht haben. Jetzt warten wir auf den Pferdetrick. Nach der Ankunft werden erstmal die Pferde geduscht. Helmut gibt ein Interview. Wir werden großzügig beschenkt. Heinrich bringt die frische Wäsche. Und zum Schluss gibt es auch noch eine Pizza. Ja. Mensch, ist ja toll, dass wir zu Ihnen kommen können. Sagen Sie mal, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier in der Südheide. Das Örtchen heißt Großösing. Und wir freuen uns total, dass ihr uns hier mit als Zwischenstopp ausgewählt habt. Und ich hoffe, ihr findet das hier so weit vor, dass ihr hier es auch für die Zeit aushalten könnt. Was waren Ihr erster Gedanke, als Sie davon gehört haben von uns? Außergewöhnlich. Ja. Für heutzutage mit Pferd und Wagen etwas. So mache ich, genau. Und wer sind Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Anja Menzendorf. Anja Menzendorf. Und sind Sie denn Eingeborene hier? Schon richtig hier aufgewachsen? Ich bin hier eine richtige Eingeborene. Das ist ja cool. Genau. Und haben Sie noch einen Tipp für uns, wie wir nach Jerusalem kommen? Ja, das wird ein langer Weg zwar noch, aber ich wünsche da auf jeden Fall immer freundliche Leute, die einen da begleiten. Genau, danke!